Tobias, Flip, hey, absitzen, ich will gerne anfangen. Hey, ich wollte nur noch eine Mitteilung machen, und zwar, ja. Nur mal schnell, fehlt heute? Jetzt ja, wieder. Gut. Flip, Tobi, der hat eine Zwischenstunde nachher, soviel ich weiss. Wir sehen uns in der Turnhalle, ist klar? So, also, ich wollte euch nur noch mitteilen, dass wir vor den Ferien noch einen Sportvormittag durchführen werden. Und zwar mit allen Schülern, mit allen Klassen und mit ganz vielen verschiedenen Sportarten. Und hey, für die Besten von euch gibt es super tolle Preise zu gewinnen. Also, am besten ihr fangt schon heute an mit Trainieren, hä? Mit beiden Füßen kumpen. Mit beiden Füßen kumpen. Ich tue alles kontrollieren. Oder vom Handy ebenfalls. Hä? Seit wann weißt du, wie mit Computer umgehen? Seit dass wir meine Söhne gezeigt haben. Jetzt gibt es einen Trainingsplan. Sprossenwand, Rumpfbeugen, Joggen. Und wir fangen gerade jetzt an. Vorwärts, vorwärts. Rennen. Schneller, 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 schneller. Rückwärts laufen. So ist gut. Schnell, 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 schnell. Ah. Komm nicht einschlafen, aufstehen. Wieder normal. Wieder normal. Und weitermachen. Schön weitermachen. Nicht langsamer werden. Schnell, schnell, komm, komm, komm. Weiter, weiter, weiter. Knie löpfen, Knie löpfen. Rhythmus, Rhythmus. Und was machen Sie jetzt dort? Für den Sporttag trainieren. Was denn sonst? Ihr Papi weiss ja genau, was für Disziplinen kommen. Sonderbehandlung, sag ich doch. Ja. Aber Sie machen es ja nicht freiwillig und schon gar nicht in einer Zwischenstunde. Ich meine, Sport interessiert Sie ja gar nicht, außer Fußball. Jetzt ziehen wir das mal rein. Dort hinten hockt unsere Lena, chillt gemütlich, während ihre ganze Klasse am Kröppeln ist. Hüss, würde so etwas heissen. Ja, sind die Schwänze? Sie nennt das kreative Pelze. Ja, das ist doch ein bisschen schräg. Sorry, die Kinder vom Vonland haben doch einfach ein Schockileben. Hey Jula! Komm zu uns! Hey, ich bin Anna. Hoi. Ups. Ja. Benni? Ja, salut. Ja, mit dem Töff. Er ist noch ein Herziger, gell? Ist er also dein Freund? Nein, nein. Wir sind nur befreundet. Er ist aber nicht so mein Typ, weißt du? Ich stehe mehr auf Schwarzhaarige. Jep, leider. Dabei bin ich total genau gesehen. Ich habe mich nicht einmal getraut, sie anzusprechen. Aha. Weil er Schiss gehört. Ich meine, er macht es nur aus Mitleid. Die Bier hat sie mir einfach nicht wollen. Aha, die Bier hat ihn einfach nicht wollen. Und darum schafft er jetzt für mich. Pass auf, hey, sonst stich dir im Pneu. Ja, ich stich dir im Fuß. Sklav. Du, unser Clip ist gerade im Fernsehen gelaufen. Nicht schlecht. Ich kann jetzt Kleider transportieren. Die werden dann an Familie verteilt. Cool. Mega cool. Ah, hört auf, ich muss nicht mehr darüber reden. Sie lässt jetzt einfach auf sich hocken und sie kann es nicht mal ihrem Vater erzählen. Ja, was denn? Um was geht's? Was kannst du mir nicht erzählen? Frau Flückiger hat gestern ihre Kinder viel zu spät abgeholt. Und darum konnte sie nicht ihren Vortrag üben. Und dann hat sie heute voll versaut. Aber? Also, wenn ihr mich fragt, Frau Flückiger hat das locker verschieben können. Aber sie hat einfach Angst gehabt, dass wir nachher denken, dass sie bevorzugt wird. Stimmt das? Komm mal. Ich hätte dir meine Kinder nie so lange vergeben. Aber meine Weiterbildung ist länger gegangen und dann habe ich noch den Bus verpasst. Und es ist einfach manchmal ein viel. 80% arbeiten und zwei Kinder. Nein, ich verstehe das gut. Es geht mir eigentlich genau gleich, obwohl meine Eltern sind. Ich mache das nicht so gern, aber in dem Fall fände ich es gut, Lena könnte ihre Präsentation noch mal machen.
Mit einem anderen Thema, natürlich. Ja, natürlich. Es tut mir schon ein leid. Ehrlich gesagt, der Marco mit seinem Witz, der hat mich einfach aus dem Konzept gebracht. Ich habe plötzlich Angst, die anderen meinen, ich denke dich speziell behandeln. Und dann habe ich genau das Falsche gemacht. Das verstehst du, Lena, gell? Ja gut, dann braucht es mir nicht mehr. Könnt ihr zwei einen Termin abmachen? Ja. Hä? Willst du noch diese Woche? Ja, diese Woche ist gut. Gut. Die Vollnante wieder. Das ist eine super Aktion, die ihr gestartet habt. Eine Tat für eine Tat. Du schaffst wirklich zwei? Hilf mir schnell. Ja, klar. Du weißt, was die Zentralstraße ist, oder? Ja. Ist das Verteilzentrum? Das ist ein rotes Haus. Stellst du es einfach da, ja? Easy. Eine Tat für eine Tat. Eine Tat für eine Tat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist Vorlande. Geht zum Papi rennen und ich kann sie schon die Prüfung wiederholen. Ich wiederhole. Ja. So wie es der Lukas mir gesagt hat. Überhaupt, wenn ich ihn jetzt einen stabilen Rahmen nehmen würde, mit vier Rädern unten dran, dann könnte ich sogar Leute im Rollstuhl transportieren. Und du, soll ich dich nebenan bringen? Aber ich fahre dich sicher nicht zum Einkaufszentrum. Das muss schon wichtig sein. Kleider und so ein Mist. Außer du kannst es selber nicht machen. So wie Anna. Aber das ist etwas anderes. Und vergiss nicht, noch bist du dran mit einer guten Tat. Hast du eine bereit?